jetzt noch nicht gemerkt hat, wir sind heute bei den Hofhammers, bei den Hähnern heraus in Deisendorf. Der Michi lockt uns jetzt gerade so ein bisschen die Hähnerschar weg, damit wir uns ein bisschen unterhalten können. Ich bin jetzt ganz begeistert, weil ich habe mit ein paar Hähnern gerechnet. Ach so, na, ein paar mehr sind es schon. Wie viele Hähner habt ihr? Wir haben zwei Herden mit jeweils rund 1000 Hähnern. 2000 Hähner? Insgesamt, ganz genau. Und alle da im kleinen Deisendorf? Ja, genau. Fast mehrere Hähner wie Einwohner. Das darfst du die Deisendorfer so nicht sagen. Nein. Ich glaube, dass wir, ich weiß gar nicht, 7.000 haben. Ja, voll, weil eigentlich gehört so viel dazu. Genau, also aber wir sind noch nicht marktherrschend. Marktherrschend, genau. Aber wir können schon einige versorgen von unseren Nachbarn, auf jeden Fall. Und wie lange habt ihr eure Hähner schon? Also die Herden und den kompletten Stall haben wir jetzt erst seit 3 Jahren. Mhm. Aber die Hähner selber haben wir seit rund 10, 12 Jahren sowas. Da haben wir das ganz klar angefangen. Und das ist dann über die Jahre so gewachsen. So von Jahr zu Jahr, wenn wieder Anfrage gekommen ist, oh, jetzt doch Hähner. Mhm. Dann haben wir gesagt, okay, trauen wir uns, dass wir ein paar mehr nehmen. Also genau. Jetzt nur mal kurz für euch. Das ist die Eva und der Michi Hofhammer. Jetzt ist es ein bisschen ruhiger, jetzt kann ich es auch vorstellen. Und auf wem ist die Idee jetzt gewachsen? Also war das eher so deins, die Hähner, oder eher bei dir die Hähner? Oder gemeinschaftliche Liebe für die Hähner? Hat sich entwickelt. Ich würde sagen, jetzt schauen wir mal ein bisschen zu, weil ihr seid hier da die Herdentiere oder die füttern die Hand. Gehen wir mal, wie seid. Sortierung, kann man sagen, im Sortierraum. Was sortiert die Gressen? Genau. Eier müssen ja noch gressen, beziehungsweise eigentlich noch Gewicht sortiert werden. Mhm. Also oft ist die Gress gar nicht so offensichtlich, wenn es eng beieinander sind, aber es geht ganz genau noch Gewichtsklassen. Also das heißt, wenn jetzt M-Icon ein groß und ein kleines heißt, kommt aufs Gewicht drauf. Genau, also optisch ist das oft fast schon so groß wie ein L, aber wenn das Gewicht nicht ganz passt, fällt es halt nur bei der Waage, die wir da dann sehen, bei M runter. Also da werden die ganz genau aufs Gramm abgewogen, die Eier. Das habe ich jetzt auch nicht gewusst, weil ich habe letztes Mal Eier gekauft, Eier, die kriegt man über den Edeka in Reicherheu. Genau. Die sind aber irgendwie große M-Eier. Aha. Wirklich groß. Bei uns sind sie sehr gemischt, bei uns ist von jeder Gresse auch mindestens drin. Weil wir natürlich ein relativ kleiner Betrieb sind, obwohl sie das jetzt vielleicht viel anhören mit 2000 Hähnen insgesamt. Aber wir sind doch nur so ein kleiner Betrieb, dass wir nicht nur L oder nur M alles so anbieten können wie wirklich große Betriebe. Okay. Darum machen wir das ganz bewusst gemischt in unseren Schachteln, weil das die Leute eigentlich auch sehr gerne mögen. Da sagen, Mensch, da ist ein groß praktisch als Frühstücksei oder da brauche ich mal bloß ein kleines. Da brauche ich keine XL-Eier, weil das haut ein wenig hin. Genau. Michi hat jetzt das Stallfließband abgeschalten. Da kommen jetzt die Ohren direkt aus dem Stall von den Hähnern und fahren da runter und gehen dann da in die Sortierung praktisch, gell? Und wer sich schon mal gefragt hat, wie der Stempel auf die Ohren kommt, das passiert genau da, mit den Kasteln. Und dann ist er drauf. Und die Maschine kann jetzt praktisch sortieren. Die wiegt die Eier. Genau. Du hast ja vorher schon gesagt, es geht nicht nach Größe, sondern nach Gewicht. Genau. Was macht euch jetzt so besonders, weil ihr seid du sagst, es ist ein relativ kleiner Betrieb. Ich finde 2000 Hähner wirklich ein Haufen. Vor allem da draußen hast du gesagt, waren es jetzt ungefähr 200. Gefühlt waren es 5000 Hähner. Ein richtiger Chor an Hähnern. Aber
bei euch laufen sie draußen, was ich super schön finde. Und du hast gesagt, sie haben einen Wintergarten. Das ich habe ein Foto gemacht für euch. Das ist total lustig. Da können die Hähne aus dem Stall, aber sind doch nicht auf der Wart. So für die kühlen Tage, wenn es ein bisschen regnet, haben sie es auch. Oder auch sehr heißen Tag, ja, weil die das nicht so gerne mähen. Das heißt quasi, es ist ein Schutz, aber trotzdem im Freien. Wie wenn wir uns auf die Terrassen sitzen. Mhm. Genau. Sehr cool. Und das ist schon mal ein bisschen eine Besonderheit, genau, was wir haben, was jetzt nicht typisch ist für Ställe. Das haben eigentlich sehr wenige. Ja. Genau. Und ansonsten einfach. Fütterung kann ich nur mit erwähnen. Also wir füttern nur regional. Okay. Das heißt, wir legen sehr großen Wert drauf auf die regionalen Kreisläufe. Also unser Liefergebiet ist aufgrund der Größe natürlich beschränkt. Klar, wir können nirgends hin. Wir wollen auch gar nicht überall hier liefern. Auch ganz klar. Und das Futter beziehe ich eben aus Saaldorf-Surheim von einem Bauern. Also das, da weiß ich genau, wo das wächst. Ja. Da weiß ich, was der jetzt angepflanzt hat, das er dann extra sogar für mich macht. Und dann machen wir die Mischung, da kommt noch Futterkalk und ein bisschen Mineralien mit rein und dann kriegen das unsere Damen zum Fressen. Das heißt, das ist aus der Region, für die Region und bleibt in der Region. Genau, das trifft es genau. Voll schön. Genau. Also ich kaufe die Eier immer im Edeka, aber ich glaube, ich fahre zu einem Markt, oder? Genau, ich fahre auf zwei Märkte, also einmal nach Anger, alle zwei Wochen und regelmäßig jeden Freitag nach Reicherholl. Okay. Und da verkaufen wir natürlich auch direkt über die Theke hinweg unsere ganzen Waren. Voll in erster Linie die Eier, die Nudeln und sonst noch einige Produkte. Du hast jetzt gesagt Nudeln. Ja. Habt ihr also noch was anderes als wie Eier? Genau, das ist eigentlich mit dem gewachsen oder entstanden. Wenn man mal mehr Eier hat, hat man natürlich auch mal welche übrig. Oder wenn wir die Junghähne haben, hat man ganz viele ganz klitzekleine Eier. Okay. Und dann ist das ganz eine tolle Sache, dass man die veredelt sozusagen, aber auch haltbar macht. Und darum mache ich schon seit bald 10 Jahren jetzt eigene Nudeln. Und die kriege ich am Markt oder kriege ich die woanders auch? Auch, genau, am Markt, bei uns im Hofladen natürlich. Okay. Und ein paar kleine Geschäfte haben wir, ein paar Kollegen, da haben wir so eine Art Regionalregal auch tatsächlich reingestellt und da kriegt man es dann auch. Das heißt, ihr habt einen Hofladen, der ist nicht da, sondern der ist direkt im Deisenrad? Direkt im Ort drin sozusagen ein Stückchen, weil wir sind ja jetzt ein bisschen außerhalb mit dem Stall. Genau, und der Hoflohn ist direkt bei uns beim Bauern. Jetzt kann ich City Girls, sondern Landdiener. Okay. Aber dann würde ich sagen, schauen wir uns den Hoflohn noch an. Habt ihr gern? Ja, zur Zeit. Fällig. Gut, dann. Gut, danke, machen wir. Wer jederzeit frische Eier vom Hof haben möchte, von richtig glücklichen Hähnen in allen Farben, selber gemachte Nudeln, da hinten gibt es noch Brot auf Strich und Marmeladen, der ist bei Hof richtig gut aufgekommen. Und dann wünsche ich euch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Pfiat euch!